Hallo, kurz zu meiner Person. Mein bürgerlicher Name, wie man das so schön nennt, ist Daniel Schweighöfer, aber ich höre auch besser auf Acid. Ich bin in 34, mache irgendwas mit IT. Wie der Titel schon sagt, das private politisches. Ich wohne in so einem Hausprojekt, das ist so ein Kommunending, habe ein Kind, welches wir in einer offenen Beziehung großziehen. Versuche mich ein bisschen mit Politik in diesem Internet und mit dem Bloggen, was momentan gerade so ein bisschen leidet, weil ich das mit der Sorgearbeit schon noch ein bisschen ernster nehme. Gehen wir mal los. Zum Groben ist der Plan, dass wir so 30 Minuten Vortrag machen. Wenn ich ein bisschen zu schnell rede, könnte es auch schneller werden. Ich versuche erstmal so ein bisschen Basics, Begriffe zu erklären, dann gehe ich so ein bisschen auf so Sex und seinen Wert in unserer Kultur ein. Und dann so ein bisschen auf dieses natürlich von Menschen. Dann versuche ich so ein bisschen das zu betrachten, was das so für uns so strukturelle Auswirkungen hat, und versuche dann nochmal ein bisschen aufzuzeigen, was wir sonst noch so machen könnten. Gehen wir mal zum ersten. Wie gesagt, ich habe das mal Sozialisierung 101 genannt, weil ich will jetzt euch keinen großen Kurzschritt machen. Ich glaube, ihr braucht jetzt auch nicht so. Also, es ist natürlich immer mal toll, sein Bourdieu zu lesen oder sowas, aber wenn ihr da jetzt nicht die Zeit zu habt oder so, dann braucht ihr das jetzt auch nicht unbedingt, um diesen Vortrag zu verstehen. Deswegen nur mal so ein bisschen schnell erklärt. Wir müssen uns, also. Was halt immer ganz wichtig ist, dass es Sozialisierung ist etwas, was nicht direkt bewusst passiert. Es passiert zwar schon, dass wir bewusst irgendwelche Leute darauf hinweisen, dass sie vielleicht sich jetzt gerade nicht rollenkonform oder so, wie wir es von ihnen erwarten, verhalten. Also Standardbeispiel ist, wenn Leute einfach anfangen, irgendwo auf der Straße in die Ecke zu pinkeln. Aber Sozialisierung ist halt etwas mehr. Sozialisierung ist halt Prägung von Anfang an, von Erziehung. Und ich vergleiche es gerne einfach als Bewusstseinsbildung, wenn man so möchte. Und das Wichtige daran ist halt, dass wir ja eigentlich unheimlich viel gelernt haben, was Menschen ausmacht. Also auch solche Geschichten wie Geschlecht, also wie ich mich als irgendwie männlich gelesene Person verhalte, wie ich mich als weiblich gelesene Person verhalte, was natürlich auch unheimlich viele Probleme gibt für Leute, die sich halt nicht so verordnen können, oder auch das nicht wollen. Ich habe da mal einen längeren Vortrag gemacht, irgendwie von Dekonstruktion der Männlichkeit. Da gehen wir heute nicht ganz so drauf ein. Und ja, auch Begehren ist gelernt. Das ist erstmal ein bisschen überraschend, wenn man das so irgendwie sich erstmal das klar macht, aber das ist vor allen Dingen für diesen Vortrag gerade ganz wichtig. Und das ist natürlich auch ganz, also es ist natürlich auch, man muss sich auch klar machen, das ist ganz wichtig, dass wir gelernt haben, wie das funktioniert, weil ansonsten könnten wir auch das Verhalten und das Auftreten von anderen Menschen gar nicht interpretieren. Also wir müssen eigentlich wissen, wie sich Menschen verhalten, damit wir wissen, okay, dieser Mensch ist jetzt gerade positiv eingestellt mir gegenüber oder negativ eingestellt gegenüber, oder wahrscheinlich geht es diesem Menschen gerade so oder so. Oder dieser Mensch möchte gerade irgendwie nett zu mir sein. Und wenn ich das halt nicht weiß, wie das geht, dann wäre das halt schlecht. Genau. Der erste Punkt, worüber ich gehen wollte, ist, ich habe das mal Postulat der Sexualität genannt. Ich glaube, der Begriff ist, glaube ich, frei erfunden von mir. Also es ist jetzt auch nichts Neues. Ich fand es bloß, dass es so an sich noch nicht so richtig festgelegt wurde. Also dass es so noch nicht benannt wurde, wurde es aber bestimmt schon. Habe ich bestimmt noch nicht gelesen. Wichtig daran ist, aha. Ah, sehr schön. Also angeblich wollen irgendwie alle Sex. Das ist ganz komisch, aber wenn man sich das so anguckt, was wir so in unseren Medien erzählt bekommen, dann ist es irgendwie die natürlichste Sache. Und also dass das irgendwie vielleicht ganz anders ist, dass es Leute gibt, die das irgendwie auch gar nicht brauchen oder für die das gar nicht so wichtig ist oder die das auch irgendwie
ja, gar nicht so extrem widerschätzen. Das ist halt in unserer Kultur leider irgendwie nicht so stark präsent. Und das Krasse ist dann auch irgendwie, dass wenn dann sexuelles Begehren dargestellt wird, ist es meistens auch irgendwie Heterosex. Und wenn man dann doch mal irgendwie sowas wie Homosexualität oder Bisexualität, ganz exotische Sachen dargestellt werden, dann ist es eher so, dass es dargestellt wird als ja, Ausnahme, die so die Normalität irgendwie bestätigt. Und das Entscheidende daran ist, dass uns das immer so präsentiert wird, dass das ja alle wollen, erzeugt das natürlich auch einen Druck gerade auf junge Menschen, die irgendwie gerade erst verstehen lernen, was das bedeutet, Mensch zu sein, weil wenn ja alle Sex wollen, dann muss ich das ja auch irgendwie wollen. Und das Ding ist, dieser Importer ist total lustig. angeblich, natürlich, wenn alle nur heterosex wollen, dann gibt es ja anscheinend auch nur zwei Geschlechter, obwohl es eigentlich viel mehr Möglichkeiten gibt, auch viel mehr Sachen, wie sich Leute verordnen oder nicht verordnen können. Und das ist halt sehr strange, welchen Wert wir Sex auch hingeben. Also dass auch sowas wie Liebesbeziehungen sich eigentlich immer irgendwie über Sex konstituieren. Also es ist mir kaum bekannt, dass man mal Geschichten erzählt bekommt, dass irgendwelche Liebesbeziehungen sich ergeben, ohne dass die Leute irgendwie Sex hatten. Und ich meine, dieses Standardding mit, ja, sind wir denn jetzt zusammen irgendwie am nächsten Morgen oder so, das ist so Standardkonstrukte, so, wo sich dann da so quasi so der Vertrag irgendwie angeboten wird, aber dazu komme ich im nächsten Abschnitt. Und das ist auch irgendwie ganz, ganz absurd halt, wie welchen Stellenwert dieser Sex dargestellt wird, weil irgendwie gehört zu einer guten Beziehung TM halt auch irgendwie, dass sie irgendwie Sex haben und es Beziehungen gibt, die super funktionieren, wo es halt keinen Sex gibt, ist halt irgendwie so in der allgemeinen Kultur leider nicht so stark vertreten. Und oder die Leute akzeptieren das schon, aber denken dann immer, oh, aber habt ihr denn nicht Probleme und geht's denn euch auch gut? Was halt so strange ist. Und wenn die Leute Sex haben wollen, dann gibt es dafür halt dieses, ich habe das mal wirklich bösartig Bedarfsgemeinschaft genannt. Ich gehe dann gleich noch näher drauf ein, das Ding mit dieser exklusiven Beziehung so von wegen, weil dann hat man ja irgendwie garantierten Sex. Das ist auch ganz krass, wenn man sich das mal anguckt, dieses Konstrukt. Also man muss sich mal klar machen, dass halt in Deutschland zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe erst 1997 bundesweit als verboten dargestellt wird. Ich meine, das ist echt nicht viel Zeit. Und bis dahin war es halt so, ja, es gibt da dieses Garantie-Ding. Ich meine, es ist ja nicht nur in unserer Kultur so. Es ist ja auch, gibt ja auch Kulturkreise. Also ich hatte das letztens mitbekommen, dass zum Beispiel auch in islamischen Kulturkreisen ist das dann so ist, dass die Frau halt auch das irgendwie einfordern kann, dass sie Sex kriegt und wenn sie das nicht kriegt, dann kann sie das irgendwie, ja, ich glaube, anzeigen, aber ich möchte mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Und ja, dieses Gewohnheitsding, das machen wir halt so und wenn Leute halt nicht in dieser Bedarfsgemeinschaft sind, dann tut uns das immer voll leid für sie und dieses, also das macht für mich dieses Postulat aus, so dass du irgendwie, ja, so, du willst das doch bestimmt auch, oder? Und dass wir, also, so dieses dran denken, dass es halt Leute gibt, die vielleicht nicht das so wollen oder es vielleicht auch gar nicht brauchen oder auch überhaupt sehr zufriedene Menschen sind, ohne in so einer Gemeinschaft zu sein, ist halt leider nicht so stark verbreitet, finde ich. Und das ist halt, also, das Krasse daran ist, wie wir das als natürlich betrachten und dabei ist es eigentlich ziemlich absurd bei Menschen, also ich finde es zumindest absurd, bei Menschen von natürlich zu reden, weil es halt abgesehen von wirklichen Grundinstinkten halt sehr viel gibt, das wir einfach gelernt oder sozialisiert bekommen, aber der Mythos hält sich da halt schon ziemlich beharrlich, deswegen gibt es halt auch dieses, ich habe das mal das Standardpaket genannt und das Standardpaket ist halt die
sexuell exklusive Zweierbeziehung. Und die ist halt sehr, also geprägt halt auch von Monosexualität, also dass wir dann irgendwie Sexualität nur mit einer Person haben. Und die halt auch, also das Kritische finde ich an diesem Standardpaket auch, dass es einfach ganz viele verschiedene Beziehungen, weil Beziehungen zu Menschen sind ja je nach Mensch einfach immer wieder ganz unterschiedlich, aber einfach vereinheitlicht, weil das, ihr seid jetzt zusammen, also habt ihr dieses Paket, das ist jetzt einfach das. Und es gibt dann so eine Klasse von Beziehungen, die wir dann irgendwie ja auch so ein bisschen in Hierarchie zu anderen Beziehungen setzen. Also es gibt diese Standardbeziehung so, das ist die Liebesbeziehung und die ist natürlich dann irgendwie viel wichtiger als andere Beziehungen. Dabei können wir halt schwer eigentlich vergleichen oder dass man wirklich festhalten, was Beziehung ausmacht. Man muss natürlich auch sagen, dass so eine Standardbeziehung natürlich schon irgendwie klar, also es liegt natürlich auch nahe, dass Leute sowas wählen, weil das ist halt das, was man gelernt bekommt und es hat auch den Vorteil, dass es halt unheimlich viele Sachen schon geklärt sind, also weil wenn halt nichts geklärt ist und man das reden muss, dann kann das wirklich manchmal sehr viel Arbeit sein und auch sehr viel Aufwand. Und ja, es ist halt auch sehr weit verbreitet, dass man das halt auch wählen müsste, wenn man sowas wie Kinder aufziehen machen will, weil Kinder brauchen ja schon Bezugspersonen, also auch festere Bezugspersonen für längere Zeit. Und wenn man das halt in so einem Ding irgendwie festschreibt, in so einem Vertragswerk fast, dann kann man zumindest hoffen, dass es einfach lange hält und die Kinder erstmal groß werden. Und wenn man halt dieses Standardpaket wählt, dann hat es auch für die Leute den Vorteil, dass man weiß, okay, es gibt da zumindest eine Person, da hab ich irgendwie das die Erwartung oder die Berechtigung, dass sie dann auch für mich da ist, so wenn ich gerade nicht klarkomme. Und also es vermittelt halt irgendwie ja Sicherheit, wobei das halt schon eher trügliche Sicherheit, finde ich, eigentlich ist, weil ich meine, wir können uns ja eigentlich nur sicher sein, wenn Leute das auch wirklich freiwillig machen und auch ja von sich heraus machen. Und wenn wir das halt irgendwie versuchen festzugießen, dann ist es halt eher gefährlich. Und was ich halt auch an diesem Standardpaket sehr, sehr gefährlich finde, ist, dass es halt auch emotionale Solidarität auch einfach isoliert, weil ja klar ist, welche Leute einfach zuständig sind für die, sich um die Person kümmern. Und das andere, also das dann auch, ja, das ist jetzt Privatsache, irgendwie, ich sehe zwar, dieser Person geht es schlecht, aber ich weiß, dass sie in diesem Standardpaket irgendwie drin ist und deswegen ist es jetzt nicht meine Zuständigkeit, mich dann da auch irgendwie drum zu kümmern. Ich kann das zwar versuchen, aber irgendwie wissen halt auch viele, dass sie dann auch erstmal nicht zuständig sein müssen. Was ich halt auch gesellschaftlich schon schwieriger finde. Aber darauf gehen wir später nochmal ein. Moment, ich muss mal kurz was trinken. Oh. Ah, ich hab schon. So. Ganz interessant bei der ganzen Geschichte ist, dass das Ganze auch über Namen und Rahmen funktioniert. Also euch ist das vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass halt Leute dann nicht mehr anfangen, die Menschen mit ihrem Vornamen anzusprechen oder mit ihrem Nickname, sondern es ist dann mein Freund. Und dadurch kommt einfach ein ganzen Haufen Sachen mehr mit, also auch einfach diese Vereinheitlichung, weil wenn es dann meine Freundin ist, dann gehen die Leute davon aus, okay, sie ist da irgendwie für ihn zuständig und reden die ganze Zeit miteinander und verbringen wahrscheinlich einfach den Großteil ihrer Zeit miteinander, weil sie ja irgendwie füreinander da sind. Und was halt auch dann mitschwingt, ist, dass es natürlich auch diese ganzen klar definierten Geschlechterrollen, also dass die Frauen sich irgendwie um das Emotionale kümmern, die Männer den Orga-Kram machen, damit dann auch gleich wieder mit im Paket mitschwingen. Und
ja, das unsere Erwartungen prägt. Was halt manchmal auch zu ja durchaus komischen Situationen für, ihr kennt das vielleicht, wenn Leute gefragt werden, wann dann ihre Partnerinnen Zeit haben, weil sie müssten ja das ja eigentlich wissen, weil sie ja reden ja ständig mit denen. Genau, und das prägt dann, wie gesagt, diese Rollenbilder. Ich habe das ja nur mal kurz zwei Beispielen angeführt, also mit diesem Sorgeschwerstarbeit, also das hat die Frauen dann quasi traditionell für die das Emotionale und sich drum kümmern irgendwie beschäftigt sind und dann die Männer halt irgendwie, ja, dann professionell rumstehen können und irgendwie Sachen erzählen können, von denen sie irgendwie eigentlich doch viel zu wenig Bücher gelesen haben. Also dieses Außendarstellungsding. Versuchen wir mal ein bisschen die gesellschaftlichen Auswirkungen davon zu betrachten. Es ist bestimmt, also ich glaube, es ist nur ein kleiner Umriss und ich meine, ich kann in so einem Vortrag auch das nicht irgendwie allumfassend machen und ich glaube, ich traue mir das auch noch nicht zu. Aber trotzdem, was halt bei, also was diese Beziehung, also dieses Standardpaket auch ausmacht, ist, da finde ich, dass das schon so eine Art Statussymbol ist. Also dass dieses, es gibt ja diesen Zwang von wegen, ja, wir wollen das machen und in dem Moment, wo man dann so in einer Beziehung ist, deswegen kann man das auch immer schön auf Facebook verkünden, so, ich bin jetzt in einer Beziehung. Und so, und alle wissen, ach, die Person ist endlich komplett und da ist ja alles gut. Und ja, es ist, also wie wir das dann vereinheitlichen, dass es dann irgendwie so geht und dass sie ja auch irgendwie ja, dass man quasi dann auch irgendwie seinen gesellschaftlichen Wert auch dadurch irgendwie dann steigert, aber man muss dann trotzdem, wenn man in Beziehung ist, immer noch irgendwie gucken, dass man ja dann irgendwie schön oder attraktiv bleibt und sich quasi dann immer noch so, ja, quasi seinen Marktwert erhalten, wenn man das mal ganz böse betrachten wollte. Oder vielleicht ist es auch gar nicht böse. Genau, zu den Hierarchien von Beziehungen habe ich ja schon gesprochen, dass halt auch durch diesen Exklusivitätsanspruch dann natürlich auch so ein Zeitanspruch entsteht. Was denn? Also was dann halt dazu führt, diese Beziehungen werden ja quasi überall beworben. Ich meine, ihr könnt ja eigentlich nicht also ihr könnt ja mal versuchen, irgendwelche Musikalben zu hören und mal versuchen, nicht einen Text zu finden, wo es nicht irgendwie um, wie toll das denn noch mit diesem Liebesding ist. Also ich war mal längere Zeit Single und irgendwann habe ich nur noch Techno und Jazz gehört. Weil's dann halt, dann da hat man das zumindest nicht die ganze Zeit vorgesetzt bekommen. Und also das Krasse ist ja, also ich meine, es ist ja, also ich meine, dass man muss sich ja klar machen, dass es, solange das den Leuten wirklich was Gutes gibt und es gibt ja den Leuten auch was Gutes, ist es ja auch eine wirklich schöne Sache. Aber diese Glorifizierung macht halt, glaube ich, einfach mehr kaputt, als dass sie es gut macht. Und ja, im Endeffekt muss man auch noch mal fragen, ob dieses Liebesding ja nicht dann auch wieder eigentlich eher eine Überzeichnung, eine Vergötterung der anderen Person ist, was dann eigentlich auch wieder nur ein Aspekt der, ja, vielleicht des eigenen Egoismus ist. Wobei ich jetzt euch jetzt nicht allen Egoismus unterstellen wollen würde, wenn ihr denn diesem Standardpaket anhängen wollt, was bestimmt nicht alle tun oder alle wollen. Das Ding ist, das Krasse ist, dass halt wie überall das ist. Also ich meine, das ist halt, ihr kennt das vielleicht noch, diese schönen Aufkleber mit, von wegen, auch du hast Sexismus verinnerlicht. Ich finde, davon gab es in letzter Zeit viel zu wenige. Und das prägt natürlich auch, wie wir Beziehungen sehen, wie wir Beziehungen leben, sogar eigentlich auch, wie wir unser Sexleben ausleben. Also es gab da in letzter Zeit auch spannende Untersuchungen zu, wie der Konsum von Pornografie sich auf die Sexualität von Leuten auswählt. Ich glaube, die Zusammenfassung war, dass es schon langweiliger wurde. Und ja, das ist dann halt auch irgendwie,
es gibt dann für jeden einen Deckel, also wieder dieser Zwang, dass es irgendwie ja dann auch wieder irgendwie alle dieses eine Ding ihres Auslebens haben wollen. Und dabei gibt es halt echt so viele verschiedene Leute, die da auf so viele verschiedene Arten dazu stehen. Und es gibt halt auch, wie gesagt, echt gar nicht mal so wenig Leute, die das vielleicht auch gar nicht haben wollen, also die auch einfach gar kein Sexleben haben wollen. Und da bügeln wir halt so drüber. Es gibt halt so quasi diese Kollateralschäden, wobei die Kollateralschäden jetzt eher darauf eingehen, auch was diese Beziehung angeht, wie sich das auf unsere laufende Beziehung aussehen, weil ich finde es halt schon manchmal erstaunlich, wie viele Beziehungen dran kaputt gehen, weil sie dann feststellen, dass dieses Standardpaket nicht für sie funktioniert, weil die Erwartungen, die sie gelernt haben, dann irgendwie ja nicht da sind, also weil sie sich dann irgendwie sagen, ach, irgendwie bin ich dafür nicht geschaffen, und es eigentlich heißt, eigentlich irgendwie stelle ich gerade fest, dass die Erwartungen, die ich an mir selbst stelle, weil ich sie gelernt habe, gar nicht erfüllen kann oder gar nicht erfüllen will. Und ja, das führt dann dazu, dass dann Leute ganz schnell ganz viele Beziehungen hintereinander führen, anstatt einfach zu gucken, was sie denn wollen und was sie denn zufrieden macht. Und das macht uns natürlich auch dadurch, dass wir dann so schnell wechseln, haben wir natürlich auch immer die Angst davor, dass wir irgendwie diese Beziehung, die wir haben, also dass wir zum einen natürlich auch den emotionalen Faktor zu verlieren, aber natürlich auch so ein bisschen, ob wir den Status verlieren, also dass dieser quasi ja fast Besitzanspruch dann irgendwie wieder kaputt geht, was dann dazu ganz viel Eifersucht führt. Und was halt auch bei diesem Standardpaket halt klar sein muss, dass es halt schon das kapitalistische System stark unterstützt. Ja, jetzt guck nicht so skeptisch. Gut. Wobei das geht dann jetzt nicht zwingend auch immer, da vermischt sich das auch ein bisschen, es ist jetzt nicht nur so schwingend das Standardpaket, weil es geht dann halt auch eher so um Ehe- und Familiengemeinschaften. Gerade für die ist es halt, dass die Reproduktion irgendwie gesichert ist, weil wir wissen ja, die Rollen sind klar aufgeteilt, und irgendwie wird halt dafür gesorgt werden in dieser Einheit, dass die Leute irgendwie, ja, wenn man so will, arbeitsfähig erhalten bleiben, dass es irgendwie mehr Menschen gibt, dass Sachen sauber bleiben und dass natürlich auch das weitergetragen wird. Ganz wichtig finde ich, hatte ich vorher schon angesprochen, dass die Solidarität, also der Zusammenhalt auch einfach stark auf dieses Familiending isoliert wird. So. Es gibt dann vielleicht noch ein paar wenige Freunde, aber die sind dann auch eher so ein bisschen irgendwie zuständig, aber dann auch eher für so, ja, wir reden mal drüber, und dass dieser größere Zusammenhalt halt gerade so einfach dann nicht, also es gibt da eine, wir haben da keinen Begriff von, wir wissen nicht, warum wir das so machen müssten. Und gerade wenn man sich kleine Familien anguckt, dann garantiert es natürlich auch irgendwie die Abhängigkeit, wenn man dieses Alleinverdienermodell anguckt, weil dann so quasi diese Person dann irgendwie ganz viel arbeiten muss, um irgendwie das alles zu finanzieren. Und also man kann da noch Ewigkeiten drüber ausgehen, dass halt die Strukturen, die wir haben, ja dafür sorgen, dass das so dazu führt, dass sie dieses Alleinverdienermodell irgendwie führen. Fragen später. Ich meine, wir denken nur an Ehegattensplitting und solche Sachen. Genau, gehen wir mal zum nächsten Punkt. Ich habe das mal abseits des Standardpaketes genannt, weil es irgendwie schwer ist, das irgendwie unter einen Punkt zu bringen. Moment. Genau, also ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwie die diversen verschiedenen Konzepte und Variationen davon aufzuzählen, weil ich glaube, ich kenne bestimmt nicht alle, und ich habe auch das Gefühl, dass jede Beziehung das wieder anders lebt. Die Gemeinsamkeit von den Sachen, über die ich jetzt reden will, ist, dass halt schon keine sexuell exklusiven Beziehungen sind, beziehungsweise, obwohl, nee, streich das mit dem Sexuell, das sind halt keine exklusiven Beziehungen. In der Idealwelt
sorgt das einfach dafür, dass auf einmal, also dass es halt mehr Liebe geben kann, weil man kann irgendwie ehrlicher sein, man kann das transparent machen und vor allen Dingen auch irgendwie mit mehr Leuten Solidarität zeigen. Ich möchte es jetzt aber auch nicht überzeichnen, weil, also zum einen gibt's halt auch schon Punkte, wo man sagen kann, dass das schon ein bisschen manchmal schon fast gefährlich, dass es eher zu so einer Ökonomisierung von Beziehungen gibt, so von wegen hier, Person XY habe ich für diese Bedürfnisse und du bist jetzt für diese Bedürfnisse zuständig, was auch wieder zu Machtkonstellationen führen kann. Und ich finde auch, also gerade dann auch, dass dann halt irgendwie man sagt, nee, ich bin jetzt nicht dafür zuständig, deine Sorgearbeit zu machen, weil also mich um dein emotionales Seelenheil zu kümmern, weil wir haben ja nur die körperliche Beziehung, was die Sachen auch nicht besser macht. Also es ist auch nicht alles schön, aber ich finde, man kann da schon sehr viel finden. Was man für mich auf jeden Fall, was man dabei gewinnen kann, ist halt, dass man schon irgendwie gezwungen wird, mehr Beziehungsarbeit zu machen, weil in dem Moment, wo man halt nicht das Standardpaket wählt, da gibt es halt auf einmal ganz viele ungeklärte Sachen, die müssen erstmal geklärt werden. Das sorgt dann zwangsläufig dafür, dass man hoffentlich miteinander redet. Ich glaube, Leute, die dann nicht miteinander reden können, machen sich auf jeden Fall mehr Probleme. Ich bin ein ganz großer Fan von Ritualen für und ich bin auch ein großer Freund von gewaltfreier Kommunikation, aber da machen wir vielleicht mal wieder einen Workshop zu. Was einem dabei klar sein muss, ist, dass halt auch wenn man dann versucht, das ein bisschen abseits des Standardpaketes zu leben, man immer noch ein Kind unserer Gesellschaft ist und wir natürlich auch immer noch geprägt sind. Das heißt, wir haben immer, also selbst wenn man dann irgendwie feststellt, okay, diese Erwartungshaltung funktioniert für mich nicht und ich möchte das jetzt irgendwie anders leben und ich habe da jetzt keine Eifersucht mehr, holt einem sowas wie Verlustängste durchaus schon mal wieder ein, weil sie einfach auch ja kulturell geprägt sind. Und ich glaube, es gibt da auch kein Geheimrezept für. Das Schöne ist, also für mich ist das Schöne daran, dass ich gerade in solchen Momenten, wo ich merke, da kommt mal wieder meine Sozialisierung durch, auch wieder einfach mehr über mich lerne und das auch einfach wieder mehr machen kann. Abseits von von der eigenen Sozialisierung hat man natürlich auch noch das Ding mit der Sozialisierung anderer. Es gibt halt einfach kein Leben für drei Menschen in einem IKEA-Schlafzimmer für zwei Menschen. Wird dann nicht schwer. Vor allen Dingen kommt dann auch immer die Familie an. Also ihr kennt das ja so, Verwandte, die kann man sich manchmal nicht aussuchen. Und wenn man dann Pech hat, dann sagen die immer, ja, aber das funktioniert doch so nicht. Und wo man ja manchmal dann auch einfach sich damit klarkommen muss, wie das so kommt. Und es kann sogar sein, dass man dann natürlich auch dadurch, dass man dann wieder der Exot ist, und ich könnte das ja nicht, aber es ist ja schön, wenn ihr damit zufrieden seid, dann auch wieder einfach die Norm reproduziert. Nichtsdestotrotz finde ich es auf jeden Fall einen interessanten Aspekt, das zu denken. Damit bin ich durch. Ich danke euch. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Anregungen an euch bringen. Okay. Ich musste mir ein paar Notizen machen. Das ist aber gar nicht so lang. Vielleicht erstmal anders. Sagen wir mal so, die heterosexuelle monogame Beziehung kam gerade sehr schlecht weg. Sie in ihrer normativen Rolle zu kritisieren, finde ich auch absolut richtig. Und möchte dabei aber an der Stelle auch einfach nochmal kurz betonen, für mich jedenfalls ist es so, dass egal welche Beziehungsform und welche Beziehungsformen ich lebe, es auf den formulierten und ausgehandelten Beziehungskonsens ankommt.
Und der muss individuell ausgehandelt werden, beziehungsweise in jeder Beziehung zu jedem einzelnen Menschen, zu dem ich eine habe, entsprechend wirklich individuell ausgehandelt werden. Und da muss ein Konsens entstehen. Wo dann für mich der nächste Punkt zum Tragen kommt, also widersprecht mir gerne, aber ich bin mir ziemlich sicher, dabei entstehen immer Beziehungshierarchien. Ich kann nicht alle Beziehungen zu allen Menschen gleich priorisieren. Das ist, also ich will das auch nicht irgendwie normativ verstanden wissen, aber für mich als Person ist das unmöglich. Es geht auch meiner Meinung nach in diesen Beziehungen nicht nur um Abhängigkeiten, also gerade jetzt in der monogamen Beziehung, unabhängig ob hetero oder homosexuell, sondern natürlich muss beachtet werden, dass Abhängigkeiten vermieden werden, aber eine Beziehung besteht in meinem Verständnis eben auch aus Kooperation und Solidarität, und da kann es auch eine Aufgabenverteilung geben, dass Person X sich um die privaten beziehungsweise um beispielsweise die familiären Dinge mehr kümmert und Person Y zum Beispiel das Geld reinbringt, weil es halt teilweise einfach einfacher ist, weil die Person ein besseres berufliches Standing hat und so weiter und so fort. Und da ist dann halt wichtig, dass man dann keine patriarchalen Strukturen reproduziert. Dass halt eine Offenheit dafür besteht, dass eben auch der männlich notierte Mensch nicht eben einfach, weil er ja der Mann ist, irgendwie da dann halt die Jobsachen macht, auch wenn jetzt, wie gesagt, die Hetero-Beziehung mal kurz als Beispiel genommen, obwohl die Frau dann in dem Fall irgendwie wesentlich mehr verdienen könnte oder auch unabhängig davon vielleicht in ihrem Beruf auch einfach erfüllter wäre, je nachdem, was man da für Prioritäten oben anstellt. Zu einer deiner letzten Folien, ich glaube, das war die vierte oder fünftletzte, das war das mit dem Kapitalismus-Ding, da noch ein bisschen, da, stützt Kapitalismus, finde ich gar nicht mal so sehr relevant, denn du kannst mit jeder Beziehungsform den Kapitalismus stützen. Und auch gleich intensiv, dass was viel, also jetzt in meiner Lesart, wesentlich wichtiger ist, ist, dass du, die heteronormative, also sprich die monogame heterosexuelle Beziehung, patriarchale Strukturen stützt. Erstmal in dem Moment, wo sie einfach so als die Norm wahrgenommen und auch als innerhalb der Norm gelebt wird. Und da ist es dann wichtig, ich meine, ich kann auch in einer heterosexuellen monogamen Beziehung aus der Norm ausbrechen und damit versuchen, innerhalb dieses Konstruktes gegen das Patriarchat anzukommen und vor allem auch innerhalb der Beziehung gegen patriarchale Strukturen anzukommen. Mit dem Kapitalismus hat das meiner Meinung nach herzlich wenig zu tun. Also danke. Stimmt, du hast mich drauf, hast gerade aufgezeigt, dass die Folien, die mir noch wichtig waren, ich vergessen habe einzufügen. Also es geht mir gerade nicht darum, und ich finde es sehr wichtig, das zu betonen, dieses Standardpaket nur zu bashen. Ich finde das nämlich auch eine sehr gefährliche Geschichte, die ich sehr oft in diesen Poly-Kreisen mitbekomme, dass halt dass gerade diese romantische Zweierbeziehung dann irgendwie als total dumm dargestellt wird. Und in dem Moment, wo ich halt irgendwie auf den Gefühlen von anderen Menschen rumtrampel und auf das auch irgendwie abwerte, finde ich das, also nicht nur, dass ich es moralisch irgendwie verwerflich finde, finde ich es auch einfach extrem unkonstruktiv, weil ich werde so niemanden erreichen, wenn ich die Menschen so angreife. Deswegen müssen wir das nochmal, also wichtig ist dabei klarzumachen, es geht mir nicht darum, die einzelnen Beziehungen an sich zu kritisieren, sondern es geht darum, eine strukturelle Kritik zu machen. Ich weiß, das ist schwer, weil in dem Moment, wo ich etwas strukturell kritisiere, was andere Leute leben, es fühlt sich das natürlich erstmal wie eine private Kritik an, aber es geht trotzdem erstmal, also es ist trotzdem, muss man sich da auch, also würde ich dafür plädieren, da ein bisschen kurz Abstand nehmen zu wollen und das zu gucken, okay, was macht das mit uns strukturell? Jetzt habe ich deinen zweiten Punkt vergessen, verdammt. Nein, das war der dritte. Abhängigkeiten. Ja, danke. Also das Ding ist natürlich klar, abhängig, es muss nicht Abhängigkeiten sein. Ich finde auch in meinem Beziehungsverständnis
sollte es auch keine Abhängigkeit sein. Wir sollten uns aber schon klar sein, dass das manchmal vielleicht auch eher so ein Idealbild ist von uns und das hat sehr viele Beziehungen halt dann da schon irgendwie starke Abhängigkeiten mit sich führen, beziehungsweise sie auch einfach strukturell sich ergeben, also dann auch wieder aus patriarchalen Kontexten. Was mir noch wichtig war, ich stimme dir zu, dass Beziehungen auch auf dem Konsens, also auf einfach konsensual sein sollten. Wir müssen uns aber auch da klar machen, dass natürlich auch strukturelle, patriarchale Strukturen natürlich auch auf unsere eigene Beziehung einwirken. Und selbst wenn ich versuche, also gerade wenn wir jetzt eine Hetero-Beziehung betrachten, dann selbst wenn man versucht, da einen Konsens zu machen, ist es leider schon so, dass dadurch, dass wir halt diese Rollenbilder verinnerlicht haben, wir automatisch das Problem haben, dass die Männer sich eher in einer stärkeren Position befinden als die Frauen. Also das muss, finde ich eigentlich mal ganz wichtig, wenn man das versucht, das konsensual zu machen, dass man das auch berücksichtigt innerhalb der eigenen Beziehung. Aber man kann das auf jeden Fall hinkriegen, finde ich. Du sagst zu dieser Kapitalismusfolge, es stützt ja eigentlich das Patriarchat. Da sage ich, ja, aber das Patriarchat stützt den Kapitalismus. Und also Olli sagte gerade, es hat keine direkte Koinzidenz. Woraufhin sich lauter Leute gemeldet haben. Könnt ihr gleich antworten. Ich glaube schon, dass es, also für mich ist es, hängt das schon stark zusammen, weil gerade unsere Arbeitswelt halt auch so stark patriarchal geprägt ist, ist es auch, glaube ich, das schwer zu trennen. Und ich glaube gerade, also ich habe das Gefühl, für unsere Form von Kapitalismus, die momentan existiert, ist auch vor allem dieses Familiending einfach schon stark wichtig. So, jetzt gebe ich erstmal wieder ab. Also ich sehe da schon eine direkte Verbindung, nämlich die, dass, also vielleicht nicht direkt stützt, also es ist nicht dafür gedacht, es kommt aus der Feudalzeit und aus dem Absolutismus und aus der Religion, aber es ist halt optimal verwertbar, also durch die Standardisierung. Du hast diesen Standardmarkt, dem quasi alle gerecht werden müssen, du hast Standardrollen, denen alle gerecht werden müssen, und weil es nicht so ist, geben sich daraus Absatzmärkte, ne? Und so für dieses Standardmodell, Frauen wollen weiblicher erscheinen, Männer wollen Statussymbole und so weiter, also daraus ergibt sich natürlich eine sehr, sehr gute Verwertbarkeit, insofern passt das halt da schon direkt rein und stützt jetzt so gegenwärtig natürlich auch bestimmte kapitalistische Strukturen, würde ich sagen. Oh. Ja, ich wollte dir eine Frage stellen, die mich beschäftigt, seit ich dir zuhöre. Was braucht es denn, dass ich in jeder Beziehung schauen kann, was will jetzt wirklich diese Beziehung individuell und wo sitze ich selber diesen konditionierten Geschichten, wo sitze ich denen auf, was brauche ich denn, um das zu bemerken? Meiner Meinung nach braucht es dafür halt schon reflektierte beziehungsweise auch selbstreflektierte Personen, die, und vor allen Dingen braucht es dafür auch eine Gesprächskultur. Und also es gibt, glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, aber ich habe halt festgestellt, dass gerade, wenn man sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, dass das sehr extrem helfen kann, einfach auch mal wirklich irgendwie auf den Grund zu kommen, was denn jetzt gerade die Ängste sind, die unser Verhalten triggern, welche Gefühle wir mit uns rumtragen, oder weshalb jetzt welche Person wie verletzt ist. Und also aus meinem Alltag kann ich schon sagen, dass es schon sehr viel hilft, dass man, wenn man weiß, okay, die Person ist jetzt deshalb verletzt, oder das auch einfach mal so kommunizieren kann, hier, das hat mich jetzt gerade verletzt, und es nicht wieder gleich die Ansprechpartnerin wieder weiter triggert oder dieses mit dem Triggern und dem Gegentriggern. Deswegen, also ich glaube, das ist für mich der Weg, aber vielleicht gibt es für andere Leute auch andere Wege. Aber darf ich nochmal nachfragen?
diese Höhe oder Tiefe der Bewusstheit, ist die in jeder Beziehungsform möglich, deiner Meinung nach? Ich glaube, es gibt einfach, also es gibt ja auch viel zu viele Beziehungsformen und es gibt ja dann zum Beispiel auch so, also ich kann mir auch vorstellen, dass es Beziehungsformen gibt, wo es das zum Beispiel erstmal so nicht wichtig ist, also weil zum Beispiel, wenn wir uns sowas angucken wie so im BDSM-Bereich gibt's ja dieses Ding mit dem Play-Beziehung, also dass dann Leute halt quasi so eine Beziehung führen, um nur miteinander BDSM zu erleben. Und ich weiß nicht, ob, also die sind da auch durchaus sehr reflektiert, aber natürlich braucht man da ja dann, weil man sich dann in einem festen Rahmen trifft, dann auch vielleicht nicht ganz so viel Reflexion, aber ich für das Standardpaket. Du kannst halt einfach so lieben, wie du denkst, dass es funktioniert. Ich weiß halt nicht, also ich glaube, also sagen wir es mal so, ich glaube, dass es früher sehr einfach vor so 50, 60 Jahren einfach aufgrund des gesellschaftlichen Druckes, dass halt die Sachen so besser funktionieren, glaube ich, besser funktioniert. Da heutzutage ist dieser gesellschaftliche Druck, dass die Leute sich dementsprechend konform verhalten, ja nicht mehr so da, weshalb das, glaube ich, einfach mehr aufbricht. Ich weiß halt nicht, woran man Funktionieren festmachen will. Also für mich persönlich wäre es halt, funktionieren halt Sachen, wenn beide Personen schon in der Summe irgendwie zufrieden sind. Ich weiß aber nicht, ob ich das so allgemeingültig darstellen wollen würde. Ja, dankeschön. Ich hatte zwei Sachen. Das erste, den Punkt Reproduktion ist gesichert, wollte ich mal ein bisschen in Frage stellen, weil da ja im Moment der demografische Wandel passiert, würde ich sagen, da ist die Reproduktion jetzt zumindest begrenzt auf irgendwie die Länder, in denen der demografische Wandel bereits weiter fortgeschritten ist, irgendwie nicht gesichert. Ich meine, okay, es liegt vielleicht daran, dass es jetzt mehr Polybeziehungen gibt, dass irgendwie die Geburtenrate, aber das glaube ich auch nicht. Zur Abhängigkeit, das denke ich ist ein, diese Isolation, Abhängigkeit, das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt sozusagen, was an den One-on-One-Beziehungen relativ kritisch ist, dass es halt sehr, sehr, sehr isoliert, weil, wie sage ich das? Also gerade so irgendwie die Frauenbewegung in den 70ern und so hat er auch aufgegriffen, dass irgendwie oder den Frauen klargemacht, dass halt irgendwie das nicht ihr persönliches Problem ist und dass sie nicht die Einzige ist, die irgendwie von ihrem Mann geschlagen wird und damit irgendwie klarkommen muss oder sonst solche Dinge. Also das ist, denke ich, was man gerade in diesen Einzelbeziehungen, weil man dann halt, man ist dann alleine mit seinem Partner, also so blöd das klingt. Und dann ist es halt einfacher, irgendwie so Isolation aufzubauen. Danke. Ich glaube, das Ding ist, wenn ich da von Reproduktion spreche, also dieser Reproduktionsbegriff meint nicht nur dass sich irgendwie neues Leben entsteht, sondern das ist davon eigentlich unabhängig, sondern es geht eher um Reproduktionsarbeit, meint wirklich die Geschichten, dass also sowas wie, dass die Wohnung sauber ist, dass irgendwie Essen da ist, Also Reproduktion eigentlich alles, was nicht der direkten Produktion zuträglich ist, aber für das Wirtschaftssystem gebraucht wird. Also dass Leute irgendwie so abseits des Lebens eine Gestaltung haben. Also es ist nicht, dass es nur irgendwie um Kinder kriegen und Kinder sich um Kinder kümmern geht, sondern es ist auch davon nur, das meint es auch, aber es meint vor allen Dingen auch, dass einfach die ganzen Geschichten wie Haushalt, wie Essen, dass sowas gesichert ist. Dein letzter Punkt war zu. Okay, gut. Dann gebe ich erstmal weiter. Okay.
Ich mach nochmal, wenn, beziehungsweise, also ich rede nochmal, wenn nichts dagegen spricht. Würde den Punkt gerade mit der Kapitalismuskritik beziehungsweise mit dem Angriff auf den Kapitalismus nochmal ganz gerne ein bisschen unterfüttern. Also erstens würde ich gerne mal rekurrieren kurz auf die Keynote von Anne gestern. Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht als Angriff beim Kapitalismus ankommen, wenn es nicht als Angriff gemeint ist. Das ist ein ziemlich relevanter Punkt und den sollten wir uns auch wirklich sehr, sehr bewusst halten. Und ja, kommen wir nochmal dazu kurz. Also gerade so, inwiefern ein von der Norm abweichendes Beziehungsmodell überhaupt ein Angriff auf den Kapitalismus sein kann. Du hast vorhin dieses Ding mit den Dreier-IKEA-Betten, mit den Dreier-Schlafzimmern und so weiter als Beispiel genannt. Der Punkt an der Sache ist, Kapitalismus kann mit solchen gesellschaftlichen Veränderungen tatsächlich sehr gut umgehen. Und gerade bei dem technologischen Fortschritt, den wir haben, innerhalb von Unternehmensstrukturen, innerhalb von Absatzmärkten und vor allem mit der Erschließung von Absatzmärkten, ist es so, dass in dem Moment, wo ein Absatzmarkt eine bestimmte Größe überschreitet, wird er bedient werden. Und in Zeiten von modularen Baukastensystemen für alle Lebensbereiche eigentlich, werden die Standardmodelle von Betten zum Beispiel eben abgelöst durch ein Bett, das modular um wer weiß wie viele Personen erweiterbar ist, aber es greift den Kapitalismus nicht an. Ja. Ich wollte jetzt auch nicht, also ich wollte das nur mal hinweisen, dass es halt schon sehr hilfreich ist, aber ich stimme dir zu, dass das jetzt nicht man sagen kann, yeah, wir bekämpfen den Kapitalismus, weil wir jetzt Poli sind. Das funktioniert so einfach nicht. Da stimme ich dir zu und ja, gerade weil das System auch sehr so passt. Und ich habe ja auch schon gesagt, ich habe ja auch noch ein paar Folien weiter bin ich ja noch drauf eingegangen, dass es halt auch durchaus kritisch sein kann, also dass auch gerade so offene Beziehungen halt auch durchaus dann eher noch das Gegenteil führen und dann eher wieder dem dienlich sind. Also ich glaube, das ist auch einfach, also wenn wir antikapitalistisch handeln wollen, dann müssen wir das bewusst tun und nicht einfach uns drauf sagen, ja, das, wir machen das jetzt, weil wir sind jetzt so, also das könnte gefährlich werden. Ja, wir haben noch 10 Minuten. Wir können aber auch essen gehen. Ja, vielleicht ist es wichtig, dass dann aus diesen neuen Modellen nicht unbedingt gleich wieder neue Stereotypen entstehen, was halt auch momentan so ein bisschen der Fall ist, ne? Dass da dann auch dann wieder eine neue Zielgruppe identifiziert werden kann, auf die dann reagiert werden kann. Je individueller und unterschiedlicher das ist, desto weniger ist der Kapitalismus in der Lage, da dann wieder irgendwie ein Produkt für zu entwickeln, das dann auch alle wieder haben wollen, die wieder genau dieser Gruppe zugehörig sind, ne? Also da ist so ein bisschen der springende Punkt, ne? Ja. Ja, ich glaube, Polyline-Klamotten brauchen wir nicht. Aber wird kommen, ja. Genau. Ja, aber das war ja, genau, ich glaube, wenn wir keine weiteren Fragen haben, dann würde ich euch erstmal danken für die Aufmerksamkeit. War sehr schön und hat noch viel Spaß.